Mach, kann man mit dem Opa nochmal reden? Ja, ja, als ich noch etwas jünger war, da ging immer ein Dichter. Ach, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Ich geh mal hier lang. So. Entschuldigung. So, hier waren wir auch schon. Hallo, hallo, hallo. Hey, bleib da. Bleib, 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 bleib. Nein, noch nicht. So, hier können wir runter. Das ist bestimmt ein Händler oder ein Schmied. Hallo? Wir haben die allerbesten Waren. Seht euch in Ruhe um. Boah, ich brauche mal jemanden, mit dem ich hier irgendwas bauen kann. Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie was zusammenbauen lassen. Gibt es hier so jemanden, der was schmieden kann? Bestimmt. Oh, hier ist eine Kiste. Hallo, Kiste. Ein Jill. Wow, was für eine Ausbeute in dieser Kiste. Manchmal hat man Glück und man findet ein bisschen Geld oder Schmuck auf der Straße, den jemand verloren hat. Ja, findet man hier? Syntheseladen gibt's hier? Okay, na gut, dann muss ich nochmal umgucken. Im Gegensatz zu den prächtigen wilden Hanlingen sind unsere Häuser alle baufällig, manche auch gleich abrissreif. Das tut mir leid. Hier ist auch noch eine große Kiste. Gib mir die. Nee. Will ich nicht. Komm ich hier hoch? Ein Synthesefritze. Da müssen wir mal gucken, wo der ist. Ich gehe jetzt mal wieder hier. Hallo, gehe ich auch hoch. So, jetzt. Schauen uns mal weiter um. Vielleicht finde ich den noch. Oh, ich muss mir mal unbedingt sowas wie einen Hocker oder sowas besorgen, damit ich meine Füße hochlegen kann. Das wäre mal schön. Aber wo ist denn der Syntheseladen? Ich finde den schon noch. Aber wahrscheinlich hier nach links. Wir sind noch nicht nach links gelaufen, ne? Guck mal, da. Oh. Oh. Die Tür zu diesem Turm ist immer verschlossen. Ich sag dir, da drin geht was vor sich. Die ganze Sache ist mir nicht ganz geheuer. Oh, Kiste. Mithrildolch. Yippie. Warum nicht gleich einen Massagesessel? Nee, ich muss ja hier auch arbeiten. Da kann ich nicht den ganzen Tag mich massieren lassen. Das geht nicht. Das wäre schön, aber... Nee. Muss ja auch bequem sein, ne? Stell dir mal vor, dann sitze ich dann hier und muss arbeiten und dann... Das geht gar nicht. Das wäre nicht so gut. Nein, ich glaube nicht. So, wo muss ich denn da hin, um das jetzt hier... Hä? Ich habe den jetzt nicht gefunden, den Syntheseladen. So ein Käseladen. So ein Käseladen. Ach, hier unten vielleicht noch, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Gucken wir mal da lang. Nee, hier war ich doch schon. Verdammte Hacke. Dann muss ich oben lang. Irgendwie so. Ich geh mal oben lang. Hallo? Gibt es etwas? Ich wüsste zwar nicht, was jemand wie du mit mir zu besprechen hätte, aber... Arschloch. Rümpft man sich die Nase. Entschuldigung dafür. So, was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Hier, das sieht aus wie ein Laden. Hallo? Der Herr dieser Villa, Baron Bishop, besitzt großes Interesse in vielen Forschungsbereichen. Er unterstützt auch großzügig verschiedene Projekte. Er betreibt zudem noch eine Schmiede und lässt im Turm in der Nähe einen exzentrischen Wissenschaftler wohnen. Diese Reichen verstehe, wer will. Okay. Hallo? Hallo? Ich möchte... Hallo? Oh, willkommen. Ich darf mir was bauen. Haha. So, wir gucken mal. Wir brauchen irgendwas, was wir mehrfach haben. Ach so, warte mal. Mir wird nicht angezeigt. Mir wird nur angezeigt, was ich bauen kann, für wie viel und was ich dafür benötige. Ach so. Aber das ist ganz schön teuer. Das ist immer ganz schön teuer. Na gut, wir bauen mal ein Baumwollkleid, nein, Wüstenstiefel. Oh, Entschuldigung. Ach, ich bin schon etwas kaputt, liegt an der Wärme. Ich baue mal das Ding hier.
Eine Aurora. Und ein Baumwollkleid. Wüstenstiefel, Halstuch, Kristall. Was, dafür brauche ich eine Gabel? Für Gemini-Stiefel? Brauche ich Wüstenstiefel und eine Gabel? Was macht denn das für einen Sinn? Hä? Okay. Macht überhaupt keinen Sinn. Halstuch für 400. So, hier. Mehr habe ich nicht. Jetzt bin ich arm. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich dachte, dieses Schmieden ist so ähnlich wie bei Minecraft, dass man zwei Items zusammentüdelt und was Besseres rausbekommt. Aber so? Das war jetzt nicht so gedacht. Na gut. Okay, wir gucken mal. Was können wir denn anstelle dessen den Druidenstab? Route? Ja, Mithril-Route. Können wir auch nehmen, ne? Zipfelmütze. Federhut theoretisch, ne? Ne, ich bleib dabei. Ne, lass ich auch. Das Baumwollkleid nehme ich aber. Das bringt nämlich ganz schön viel. Apotheker und Shell. Okay. Wüstenstiefel. Halstuch. Halstuch der Sehnsucht stärkt das Selbstvertrauen. Wüstenstiefel. Auch auf unebenem Grund null Problemo. Halbieren die Effekte. Halbieren die Effekte der Angriffselemente Erde. Na gut, dann zieh ich die mal an, ne? Warum nicht? So, für Steinohr. Kriegt jetzt das hier. Haben wir nichts Besseres. Oder warte mal, doch. Zauberküras kann man nehmen. Hier kriegt er den Mithril-Fäustling. Eisenhelm? Ich habe den Eisenhelm auf. Na gut, da ist noch was drin. Falchion oder... Ja, Falchion. Dabei bleiben wir auch. Wir haben halt nicht viel gekämpft bisher, ne? Ja, gut. Okay, gut. Mehr kann ich nicht anlegen. Das geht gerade leider nicht. Mehr ist jetzt hier auch nicht zu holen. Gut, wie gesagt, wir haben keine Kohle mehr. Also müssen wir wieder gehen. Na gut, na gut, na gut. Hier unten komme ich wahrscheinlich nicht hin zu den Kollegen, mit denen zu reden. Naja, muss ja auch nicht sein. Muss ja nicht mit jedem quatschen, ne? Reicht ja, wenn ich mit den Adligen hier reden kann. Jetzt sind wir bei 26 Grad. Ich merke es nämlich auch gerade. Hier drin ist es super heiß. Ich muss mal gerade gucken, wie warm es draußen ist. Vielleicht kann ich das Fenster mittlerweile aufmachen. Gib mir eine Sekunde. Oh, 22 Grad. Ich mache mal gerade das Fenster auf. Eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Oh Gott. Leute, es geht ein Wind. Es geht ein Wind. Ihr glaubt's gar nicht. Es ist so toll. Es geht ein Lüftchen. Oh, vielleicht bringt das was, um hier mal ein bisschen mehr frische Luft reinzubringen. Selbst der Controller klebt. Das ist voll ekelhaft alles, ey. Naja. So, hallo. Hallo? Hallo? Mächtig verdächtiger Kerl. Ich dachte, ich mach's mir leicht. Hab mir selber so eine Stellatio zusammengemünzt. Bin zu ihr hin und wollte mir eine hübsche Belohnung einstreichen. Aber ich konnte gar nicht schauen, so schnell hatte mich die Butlerin wieder an die frische Luft gesetzt. Eine Stellatio, was auch immer das sein mag.
Bist du auch hier, um der Baroness eine Stellatio zu bringen? Deine ist doch bestimmt eh nur eine Fälschung, oder? Sei besser auf der Hut. Der alten Vogeltante machst du nämlich so leicht nichts vor. Was ist denn eine Stellatio? Stellatio? Huch! Entschuldigung! Das war nicht mit Absicht. Stellatio. Darf ich wieder gehen? Hallo? Seid ihr im Besitz von Stellatia? So zeigt sie bitte vor. Eure Mühe soll belohnt werden. Gurgur, wir sind auf der Suche nach den Stellatia. Sternensplittern, die auf der ganzen Welt verteilt sind, Gur. Oh, er hat also die Aries Stellatio in seinem Besitz. Überlasse er sie uns und ich werde ihn reich belohnen. Die Aries Stellatio? Aries, ich... Nimm! Oh, sehr vernünftig von ihm. Wir danken für das Geschäft. Ja, seine Belohnung erhält er von unserer Dienerin. 1000 Schill. Wow. Wow, wie großzügig. Wow. Naja. 1000 weniger, die wir anschaffen müssen für irgendwas anderes. Geschenkt ist geschenkt. Oh, halt. Stopp. Halt, stopp. Hier rede ich. In Treno findet man Items aus aller Herren Länder, weswegen hier auch viele mal einen Zwischenstopp einlegen, um sich auszurüsten. Verflixt, wenn mir das Teil durch die Lappen geht, dann... Welches Teil? Welches Teil? Hallo? Welches Teil? Na gut, okay. Ja, immerhin etwas. Genau so sieht's aus. Genau so sehe ich das nämlich auch. Immerhin etwas. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Marcus. Ich möchte mir jetzt gerade keine Karten spielen. Möchte ich gerade einfach nicht. Keine Karten. So, warte mal, wir gehen nochmal speichern, bevor wir zu Marcus gehen. Hallo, bleib. Bleibst du hier? Ja, ich rede mit dir. Speichern. Mann. Huch. Süß mit dem Hundi, ne? Ist voll süß. Ja. So. Bing. Fertig. Gut. So. Okay, das hätten wir. Wir haben einmal gespeichert. Weiß nicht, jedes Mal, wenn man an dem vorbeikommt, ne? So, wir gehen mal hier rein in die Spelunke. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Aber hier geht's offensichtlich auch weiter. Hallo? Hallo? Achso. Schmieriger Kneipenwirt ist auch eine geile Beschreibung für den Charakter. Einmal aufs Ohr hauen krieg ich aber 100 Chill, klar? Ich leg mich mal gerade hin. Gut, da drüben stehen die Betten. Was, direkt hier im Eingangsbereich? Ich penne im Eingangsbereich? What? Ja, geil. Da hinten, da hinten links steht das Bett. Da hinten, ich komme nicht hin. Also, oh, hier steht ja auch direkt eins vor mir. Wir schlafen direkt in der Tür? Ja, geil, ey. So, wo ist denn unser Freund? Marcus, da ist Marcus. Komm ich da? Nein, ich komme da nicht rein. Ich muss unbedingt diese Silbernadel in die Finger bekommen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl darauf mitzukommen, oder? Bist du Starter und so? Ja. Na dann, wollen wir mal losgehen. Olli geht, ein... Olli geht. So, wartet doch, bitte.
Der Chef wartet schon und so. Der Olli geht, wollte ich gerade sagen. Und wünsche ein schönes Wochenende. Ich wünsche auch ein schönes Wochenende, eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. So. Chef? Du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. Okay. So. Prinzessin, so wartet doch bitte. Ihr wollt doch nicht den Worten dieses Teams glauben. Die ganze Sache ist sicherlich alles andere als ungefährlich, glaube ich, stand da gerade. Hört auf meine Worte, Prinzessin, und lasst bitte von diesem Unterfangen ab. Nein. Prinzessin! Nein. Ich gehe. Ich gehe einfach. Außerdem geziemt es sich für eine edle Prinzessin wie euch nicht, an einem schändlichen Diebstahl beteiligt zu sein. Das geht immer so schnell weg, der Text, ne? Wenn Ihre Majestät die Königin von dieser Sache erfährt. Das ging jetzt wieder nicht so. Das war jetzt wieder in Ordnung vom Tempo her. Alter, was war das denn? So, hi. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Prinzessin! Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnehmt. Na prima. Können wir dann nun so. Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Pfad der Tugend abzubringen. Wenn es dir denn Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also? Ist das alles, woran du denkst? Hast du keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit sie dann durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber... Dein eigener Wille? Ich bezweifle, dass du sowas überhaupt hast, aber naja. Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit! Lasst uns lieber endlich aufbrechen! Okay. Dieser Abschnitt ist echt amüsant, vor allem die Gespräche. Oh ja, das stimmt. So. Ach, sie hier wieder. Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Bormetia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal so schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meinen empfindlichen Augen. Leider blieb euch diese nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig im schönen Trenow verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzustreifen. Aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Kugia ist ein Männlein? Dann redet er jetzt halt eben so. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf? Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ach, übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast. Was meinst du? Einen bezaubernden Gast? Meint ihr wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht. Sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Der kann auch mal eine weibliche Stimme sein. Vielleicht hat er noch einen Stimmbruch nicht gehabt. Oder vielleicht hat er einfach zu viele weibliche Hormone in sich, dass er eine weibliche Stimme hat. Was hältst du denn davon? Wäre doch auch mal eine Idee. Oder er ist divers. Hm? Dass du mir gerade hier zugeflogen kommst. Ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten, kleinen Flüglein auszuruhen. Hörst du? Alle Möglichkeiten sind offen, genau. Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und fliege also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg! Und auch ich werde dich dort erwarten
um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Oder irgendwie so. Okay.